Du probierst das Jahr aus mit Erdnüsse anbauen. Wie ist es so gelaufen bis jetzt? Also, der Start war nicht so super gewesen. Aber nein, wir mussten noch einmal sehen, weil die erste Saat hat die Krähe wirklich gerade alles gefressen. Und dann haben wir am 25. Mai haben wir dann noch einmal alles gesehen. Und ich hoffe, dass die Krähe uns mal lassen sind. Es sieht sehr schön aus hier. Ich habe eigentlich sehr Freude, muss ich sagen. Ich habe es nicht gerade so erwartet. Ich dachte, ja, da haben wir noch mehr Probleme. Aber wir sind gerade auch mit dem Bodenbericht. Super warm war dieses Jahr. 36 Grad haben wir in die Ohren gehabt oder noch mehr. Und das war natürlich genial gewesen, gerade für Erdnüsse. Ja. Und wie bist du auf Erdnüsse gekommen? Das ist ja schon eine exotische Kultur, oder? Ja, das ist es schon. Wir haben eigentlich also ziemlich lange haben wir schon Knoblauch angebaut. Und dann haben Grossverteiler den Preis gedrückt. Und ich habe die Rechnungsanlage genommen. Man ging schon die Dauer, was könnte man noch machen? Und dann ist mir das irgendwie schon mal bei Sinn gekommen. Du, wir könnten mal probieren mit Erdnüsse. Dann habe ich lange gesucht, ob man den Samen bestellen kann. Das ist nicht so einfach. Schlussendlich können wir etwas zu Amerika bestellen. Das ist auch gekommen. Und das haben wir aber zuerst schon gesehen, wo wir die Krähe gefressen haben. Und dann einen Kollegen lernen können, der quasi versucht, mit Erdnüssen zu machen. Und dann durch ihn habe ich dann noch Samen bekommen. Ja, genau. Und wie tut ihr die jetzt ernten? Also es ist jetzt so, wir nehmen sie jetzt in dem super schönen Wetter, wo wir natürlich auch gut bricht haben, nehmen sie raus, lassen sie trocknen dahinter. 3-4 Tage und dann überhaupt von Hand ernten. Die sind halt abperlen, aber wenn das gut kommt, dann werden wir schauen, dass man eventuell eine Maschine von Amerika importieren könnte, Occasion, und man die dann besser ernten könnte. Weil nächstes ist eigentlich das Ziel, dass wir ein bisschen mehr machen, wie es so gut gekommen ist eigentlich. Ja.